Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir haben die letzte Ebene von Ordnua erreicht, also der endlose Pfade von Ordnua, I'd be glad to. und haben den großen bösen Adra-Drachen gefunden. I'll see what I can find. Und an dem versuchen wir uns mal vorbeizuschleichen, um uns den Rest Mind your step, little thief. Pass auf, wo du hintrittst, kleiner Dieb. Not a sound. Okay. Und so machen wir uns alle zum Feind. Gut zu wissen. Also, wir können hier unten nicht mehr viel machen. Das war das hier. Nein, das möchte ich laden. Bitte. Gut. Also haben wir nicht mehr die Möglichkeit, hier unten uns umzusehen. Das können wir erst machen, wenn der Adra-Drache weg ist. Beziehungsweise, wenn er hier hinüber ist. Achso, ja, ich muss ja hier hochklettern. Die Stufen, die von hier nach oben führen, sind hinuntergestürzt. Die Treppe endet jetzt weit über deinem Kopf. Der Felsen um dich herum sehen jedoch robust genug aus. Genügend Zeit vorausgesetzt, sollte der Aufstieg gelingen. Felsen hochklettert. Du klimmst den Fels langsam gleichmäßig und kletterst schließlich über den Rand. So, jetzt sollten wir zurück können. Weil wir müssen auf Ebene 14 zurück, weil dort die einzige Haupttreppe ist. So, die wäre hier drüben. Jetzt gucken wir mal kurz in unsere. Ja, Meister in der Tiefe. Das haben wir jetzt so halb abgeschlossen. Schlacht vom Jenwald, das schieben wir noch raus. Das sind unsere Main-Quests. Belagerung von Crackhold, das werden wir als nächstes angehen. Und hier haben wir nur die Klinge der endlosen Pfade noch. Also erstmal werden wir die machen. Aber zuerst mal nach Ketnur zurück. 16 Stunden dauert 16, 6 Stunden dauert es von ganz unten nach ganz oben die Haupttreppe zu nehmen. Wow, das ist halt eine riesige Treppe dann. Aber ja, wenn die Monster tatsächlich immer die Haupttreppe nehmen konnten. Wobei wir müssen. Last thing the deer would need is another foreign colony. Wobei für den Meister in der Tiefe. Um die. Das haben wir noch gar nicht. Nach einer langen und beschwerlichen Reise die Finster des endlosen Pfades erreichte ich letztendlich den Ruheort von Ordua selbst und konfrontierte dort seinen Geist, der dort durch Wut und Trauer gebunden ist. Er sagte mir, dass er weder der Meister der Tiefe. Achso, das hatten wir schon. Um die Füße der riesigen Adra-Statue fand ich den Meister in der Tiefe, einen mächtigen und uralten Drachen. Lange bevor Ordnua fiel, machte sich dieser Drache diese große Schlucht zum Zuhause. Im Laufe der Zeit wurde er physisch an den Adra gebunden und benutzte ihn, um mit den Seelen an der Oberfläche zu kommunizieren und um ihre Leben und ihre Geschichte zu beobachten.
Nun aber ist er es leid, nur ein passiver Beobachter zu sein und möchte aus seinem Gefängnis ausbrechen. Er hat eine geeignete Kandidatin gefunden, die als Gefäß für seine Seele herhalten soll. Fallonroth, das letzte Mitglied eines Drachentöterordens. Als ersten Schritt hat mir der Drache eine seiner Adraschuppen gegeben und mich gebeten, sie auf die Handfläche der Statue auf der höchsten Ebene der endlosen Pfade zu legen, wo einst Meerwald lebte. Dazu muss ich nicht dahin, sondern hierhin. Also Stufe 1. Das können wir ja doch schnell machen. Da könnte ich eigentlich von da aus durch meine Zellen gehen. Du stehst im Mittelpunkt der nach oben gerichteten Handfläche, wohin du auf geheißtes Drachen das Amulett gelegt hast. Das Amulett auf die Statue platzieren. Du legst das Amulett vorsichtig auf die Handfläche. Einen Augenblick lang scheint nichts zu passieren. Während du zusiehst, beginnt das andere Amulett erst schwach, dann gleichmäßig sich zu leuchten, bis es wie die goldenen Augen des Drachen glüht. Als du das Amulett wieder aufnimmst, fühlt es sich warm an. Außerdem scheint es vor Energie zu summen. Gut. Flip. Wir wollen dahin. Nicht pausieren, sondern Speedboost geben. Oh, was haben wir hier? Kleine Schlüsselmörder, stehen bleiben. In der Tür steht einer mit einer Robe bekleideter Mann, dessen Blick zwischen dir, Kanarua, hin und her wechselt. Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt ausgerechnet jetzt. Kana knirscht mit den Zähnen und sein Gesicht wird dunkel vor Wut. Eine andere mit einer rumbekleideten Gestalt schaut dich an. Das ist also der Wächter. Du machst es uns sehr einfach, indem du am selben Ort auftauchst. Alofs Augen brennen und er greift nach seinem Stab. Vorsicht. Unsere Jagdgruppen haben sich zusammengeschlossen und wir haben den zahlenmäßigen Vorteil. Macht es euch leicht oder gebt euch. Wir werden es schnell zu Ende bringen. Wie seid ihr hierher gekommen? Wir suchen die Gesellschaft der Schatten, auf dass unsere Mühen im Verborgenen bleiben. Der Mann lächelt aber mal. Bringt sie alle um. Kana inspiziert Kopfschüttel die Leichen. Welch eine Verschwendung. Er wendet sich zu dir. Ich weiß nicht, warum sie sich damit abgeben. Welchen Schaden könnte schon eine zerbrochene Tafel anrichten? Oder ein beliebiges Artefakt? Sie sind nicht mal Glafantaner. Sie haben für ihren Fehler bezahlt. Ich glaube nicht, dass sie wegen der Tafel hier waren. Du hast mir gesagt, es könnte Rautai davon abhalten, die Eroberung der Welt zu versuchen. Was meinst du, wie lange sie hier oben warten festgesessen sind? Nehmen wir mal die drei. Kana lacht überrascht. Das mag ein bisschen übertrieben sein, aber zumindest hätte sie eine Inspiration für den Frieden sein können. Er lächelt schwach, wenn sie überhaupt existierte. Kana stupst sich gedankenverloren mit einem Daumen gegen einen Zahn. Das ergibt keinen Sinn. Sie konnten nur wissen, dass wir die Ruinen hinabgestiegen sind. Und das war ihnen Rechtfertigung genug für ihren Angriff. Lass sie uns zur Abwechslung mal jagen. Das bedeutet nur, dass du dich auf dem rechten Weg befindest. Was willst du damit sagen? Dann solltest du deine Suche vielleicht einstellen. Du hast doch gefunden, wonach du suchtest. Nehmen wir die zwei. Aber das ist es ja. Es gab kein Buch der Tugenden, keine Friedensnachrichten, keine Antwort. Ich lag total falsch. Erinnerst du dich stört, als wenn wir uns auf dem rechten Weg befinden, wie du behauptest, wo ist dann sein Ende? Wenn einer von uns irgendwelche Antworten finden sollte, dann wird es wohl nicht hier drin sein. Er deutet mit einem Daumen nach hinten auf die Stufen. Der blinde Schlüssel weiß etwas, das wir nicht wissen, und sie beabsichtigen nicht, das zu ändern. Deine Feinde sind die meinen. Nach allem, was du für mich getan hast, stehe ich tief in deiner Schuld. Vielleicht werden wir beide am Ende unserer Reise Antworten auf unsere Fragen finden. Freut mich zu hören. Lass uns gehen. What?
I'm here. Oh, ich habe die ganzen im Speed-Modus besiegt. Oh, Dietrich und jede Menge Geld. Absolutely. Oh ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Dass hier auf einmal doch mal Meuchelmörder vom bleiernen Schlüssel auftauchen. So, dann können wir wieder nach oben. So, du bist hier eingesperrt. Ich habe keine Worte darauf zu verschwenden. Noch nicht. Mhm. Ich könnte dich wohl nicht überzeugen, mich aus lauter Güte fallen zu lassen, oder? Hm, nein. Ja, das täuschend 1 nervt mich ein bisschen, aber... Damit lebe ich jetzt einfach mal. Nur weil ich dem einen Geist gesagt habe, ich wurde aufgehalten, bin ich täuscht. So, mal sehen, was die Burgvogtin sagt. Sie haben... You've done it. I felt the change from here. It's as if there was a noise, a voice, underlying every sound in the keep. And I had simply ceased to notice. Silence now seems almost strange. Sie haben es geschafft. Ich habe die Veränderung von hier aus gespürt. Es war so, als ob da ein Geräusch gewesen wäre. Eine Stimme, die jedem Geräusch in der Burg zugrunde lag und die ich einfach nicht mehr bemerkt hatte. Die jetzige Stille erscheint mir fast merkwürdig. Oh, Prestige und Sicherheit um 8 erhöht. Sie haben es geschafft, was den Grafen, ihren Nachkommen und vielen Entdeckern nicht gelungen ist. Es gibt niemanden mehr, der ihren Anspruch anfechten könnte. Sie sind ganz und gar die Herrin von Kaer Nor. Wir haben das natürlich von Anfang an gewusst, nun aber wird es die ganze Welt erfahren und meinen Stolz auf ihre Errungenschaften teilen. Wie ist der Zustand der Burg? Ach, wo soll ich anfangen? In Ordnung, mal sehen. 51 jeweils. Haben wir das gelesen? Ach ja, das war das mit den Mönchen. Gucken wir doch mal, was in unserer Truhe so auf uns wartet. Hm, ein bisschen Silberpfennig und Pflänzchen, Pilze, Xauribzungen. Gut. Das ist mein valianischer Schockmagier. Dann rasten wir mal hier wieder für... Athletik und Verfassung. Ein entfernter Verwandter von Gramfellen ist eingetroffen und bittet ihn freizulassen. Gut, für Gold zahlen wir den aus. Ich glaube, der hat auch lang genug in meinem Kerker geschmort. Ich meine, seine Gruppe habe ich über den Jordan geschickt. Ihn habe ich ordentlich verdroschen. Der wird sich zweimal überlegen, sich mit mir oder irgendjemand anderem in nächster Zeit anzulegen. I must say, I'm impressed. So, jetzt geht's nach Erbhügel. Nicht Erbhügel, nach Urfeuer. Aber ja, unsere Festung sieht schön aus. Wenn man bedenkt, wo die liegt, ist sie auch ziemlich gut zu verteidigen. Weil hier drüben könnte man höchstens über die Brücke kommen und hier ist auch kein breiter Pfad. Ich weiß gar nicht, liegt Kaer Nor nicht sogar auf einer... Nee, liegt nicht auf einer Insel. Eher auf einer leichten Halbinsel. So,
Dann geht es jetzt zu Urfeuer. Dass ich mir das tolle Schwertchen mal schmieden kann.